Nüsse. Walnüsse haben für mich immer zur Weihnachtszeit gehört. Sie lagen als Dekoration mit auf dem Weihnachtsteller. Meine Eltern waren nach dem Krieg als Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland gekommen. Mehr als die beiden Koffer trugen sie nicht in den Händen. Und darum gab es bei uns auch keine großen Geschenke, aber immerhin einen Teller mit Äpfeln, mit Nüssen und mit Weihnachtsgebäck. Und ich erinnere mich daran, mit welcher Kraft mein Vater Probleme löste. Für mich als Kind war das erstaunlich. Zum Beispiel die Nüssen. Er nahm zwei davon, drückte sie in die linke Hand und presste so lange die Nüsse aufeinander, bis die Schale knackte und der weiche Kern zum Vorschein kam. Das ist mehr als 60 Jahre her. Heute greife ich bei meinem Weihnachtsgruß aus der Frankfurter Stadionkapelle auf die Walnuss zurück. Denn ihre harte Schale verstehe ich als ein Symbol für die harten Erfahrungen, die wir auch 2021 weitermachen müssen. Fast schon 2 Jahre lang lähmt in Wellen die Pandemie unser Leben. Viele Existenzen sind bedroht, sehr viele Opfer sind zu beklagen. Und gemeinsam mit so vielen frage ich mich, wie sich diese harte Nuss knacken lässt, damit wir endlich wieder zum Kern unseres Zusammenlebens kommen. Ich fürchte, die Kraft meines Vaters würde heute dazu nicht mehr reichen. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Es klingt fast schon wie ein Märchen aus alten Zeiten, wenn ich davon erzähle, wie bezaubernd und leichtfüßig einmal unser Leben war. Aber zum Glück gibt es Orte, an denen die Erinnerung daran wachgehalten wird. Zum Beispiel hier auf unserem Stadiongelände. Schon seit einem Monat verwandelt es sich mit Einbruch der Dunkelheit in einen Weihnachtsgarten. Millionen von Lichtpunkten und herrliche Installationen verbreiten großen Glanz. Mich erinnert dieser Glanz an meine Vorstellung vom Erscheinen der himmlischen Heerscharen und dem Licht, bevor sie sangen, fürchtet euch nicht. Und siehe, wir verkündigen euch große Freude, die aller Welt gelten soll. Ohne die harte Nuss der Pandemie könnte Weihnachten so bezaubernd und leichtfüßig sein. Aber immerhin, es gibt die Erinnerung daran und die wird hier festgehalten, wo man rund 2 Kilometer in Licht und Glanz flanieren kann. Allerdings auf dem Boden des nötigen Hygienekonzeptes. Zu den harten Nüssen hier in unserem Stadion zählt, dass zu den atemberaubenden Spielen unserer Mannschaft derzeit nur 30% der Plätze belegt werden können. Und auch unsere Idee, ein Weihnachtssingen hier in großer Runde zu veranstalten, mussten wir sehr schnell aufgeben. 2 Beispiele, die für die große Zahl an Einschränkungen und Absagen stehen. Kein Wunder, dass wir alle darauf warten, dass sich etwas ändert, sehnlichst, dass etwas anderes kommt. Bei Nüssen ist die Sache eigentlich gar nicht so schwer. Schließlich gibt es den Nussknacker. Und vor allem gibt es das Wissen um den Kern. Über den Kern nachzudenken ist im Grunde schon ein Hoffnungszeichen. Denn jede Nuss ist eigentlich ein Samen. Und aus dem Kern einer solchen Nuss kann wieder ein großer Baum wachsen. Übertragen bedeutet das doch, wenn wir die harte Zeit hinter uns haben, wird das Leben neu aufblühen. Davon bin ich überzeugt. Und noch ein Hoffnungsgedanke.
In ihrer Form und Gestalt ist das Innenleben einer Nuss doch ein bisschen zu vergleichen mit dem menschlichen Gehirn. Übertragen bedeutet das, es ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Unsere Intelligenz, unsere Kreativität, unser Können und Vermögen, auch unsere Disziplin dafür einzusetzen, dass wir das Harte baldmöglich überwinden, genauso wie die damit verbundenen Härten. Ganz anderen warten auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem ganz anderen warten auf das, was kommt. Unter den Symbolen unseres christlichen Abendlandes hat die Walnuss noch ganz andere Bedeutungen. Sie wird zum Beispiel als Bild für Jesus Christus verwendet, der im Leib seiner Mutter Maria heranwächst. Jetzt ist er noch klein, wie der Inhalt dieser Nuss, aber er wird wachsen. Und seine gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns Menschen wird wachsen wie ein großer Baum. Weihnachten bedeutet, was noch verborgen ist, kommt nun ans Licht. In Jesus kommt Gott zu uns Menschen und nimmt Anteil an unserem Leben. Und seit dem Mittelalter gibt es noch eine weitere Deutung, die von Kirchenvater Augustinus stammt. Er sieht in der Walnuss ein Symbol für den Lebensweg Jesu. Die harte Schale steht für Kreuz und Leid, die Nuss für die Auferstehung. Das Weihnachtsfest 2021 ist erneut mit Einschränkungen und harten Erfahrungen verbunden. Aber es ist, weiß Gott, kein hoffnungsloses Fest. Es wird Wege geben, dass die harte Schale sich öffnet. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten auf das, was kommt. Wenn die Schale aber erst geöffnet ist, dann kommen wir zum Kern, zum Kind, das geboren wird, zu der Hoffnung, die wächst und wächst, zu neuer Lebensfreude und sogar zur Auferstehung. Ich wünsche Ihnen und dir gesegnete, schöne Weihnachtstage. In kalter Zeit der Wärme trauen, in Dunkelheit das Frührot schauen. Am toten Zweig die Blüte ahnen, im Dickicht Wege, die sich bahnen. Im Dickicht Wege, die sich bahnen, trotz Fremdheit nun zusammenrücken, die Gräben sorgsam überbrücken, die Wunden Zeit ganz auszuheilen. Unsagbares doch mitzuteilen, Unsagbares doch mitzuteilen. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Das Harte in sich abzulegen, aus Stillstand neu sich zu bewegen, mit Durstigen nach Quellen spähen, das Saatkorn Hoffnung stetig säen, das Saatkorn Hoffnung stetig säen. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Vor Wahrheit nicht die Augen schließen, trotz Tränen das, was glückt, genießen. In Dunkelheit das Frührot schauen, in kalter
kalter Zeit der Wärme trauen, in kalter Zeit der Wärme trauen. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem ganz anderen, warten auf das, was kommt.